Einen wunderfröhlichen Patrick hier. Ihr habt es unten schon gesehen. Es ist wieder Flohmarktzeit. Und diesmal geht es allerdings nach Kempten. Aber wenn es euch interessiert, bleibt einfach dran. Kempten, wie gesagt, das artet jetzt richtig in einem Flohmarkt-Marathon aus. Das ist jetzt der dritte Flohmarkt in Folge. Zweimal Immenstadt, jetzt einmal Kempten und morgen ist auch noch im Gespräch, ob ich gehe auf Kempten. Muss ich einfach mal schauen. Gut, das Wetter ist heute ein bisschen halblebig, darum habe ich auch wieder lange Hosen an. Und jetzt schauen wir doch einfach mal, was wir in Kempten entdecken. Aber jetzt muss ich dazu erstmal ankommen und wie immer erstmal Kaffee trinken. Also dann melde mich in Kempten wieder oder beziehungsweise melde mich, wenn ich da bin. Bis dann. Und schon in Kempten angekommen. Ah, ja, wie gesagt, das Wetter, wenn ihr so ein bisschen hinter schaut, ein bisschen halblebig. Morgen soll es, glaube ich, regnen, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wenn man der Wetter-App trauen kann. Aber alles gut und recht, das hatte mit heute nichts zu tun. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir doch mal, was wir entdecken, schauen wir mal, was wir finden. Ich bin schon mal gespannt. Jo, also jetzt geht es langsam erst los, was selbst viele Aussteller nicht gewusst haben. Es geht offiziell erst um 12 Uhr los. Hätte ich das gewusst, wäre ich gar nicht so früh aufgestanden. Naja, jetzt langsam füllt es. Und na, vielleicht entdecke ich noch die eine oder andere Kamera, ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Kameratechnisch habe ich nämlich noch gar nichts gefunden, bloß 2 CDs erst nochmal. Aber das ist ja hier für den Kanal nicht so wichtig. Selbst der Kaffee hat noch nicht auf. Kann doch nicht einmal einen Kaffee trinken, ich armer Knopf. Naja, sei es drum. Bleibe vielleicht noch eine halbe, dreiviertel Stunde und dann fahre ich dann auch wieder heim. Gell? Vielleicht finde ich ja noch was.
Und wieder back in action. Boah, war ein bisschen ergiebig. Ich habe am Anfang gedacht, da geht ja gar nichts vorwärts. Ich finde ja gar nichts. Das Video brauchst du gar nicht hochladen. Gerade Sand im Auge. So. Und dann hat sich die Halle ein bisschen gefüllt. Und dann war es dann doch ein bisschen findbar. Wie kann man sonst sagen? Ja, ich habe halt was gefunden. Fangen wir doch mal ganz klein an mit der Pentax Zoom 60X. Eine schöne Point-and-Shoot-Kamera. Ich habe ja, glaube ich, schon die Zoom 70 und die Zoom 90 und die Zoom 120. Also 90 und 120 habe ich auf jeden Fall. Aber bei der wusste ich auch, die habe ich noch nicht. Und das passt, für 5 Euro kann man nichts sagen. Dann für 10 Euro einen Revutronic 2.8. Funktioniert auch noch, ist halt leider ein Kassettenfilm. So, schauen wir mal schnell. Oh, mein Dreh hat auf. So, jetzt. Für die typischen Kassetten halt, aber ich habe hier einen Adapter. Vielleicht kriege ich damit ja was gebacken. Und wie ich ja immer sage, entschuldigt, wenn euch das ein oder andere Kameramodell interessiert und ihr wollt ein Video dazu haben, einfach Bescheid sagen. Ich hoffe, dass ich es zeitnah hinbekomme. Hört sich so an wie eine Werbepause irgendwie. Naja, gut, dann habe ich noch gefunden eine Universa CDE. Da habe ich mir am Anfang gedacht, das sagt mir ja gar nichts. Und wo ich dann die Hülle weggemacht habe, stand auf Dacora. Denke mir, okay, eine Dacora. Aber nachdem mir die Kamera so schon nichts gesagt hat, passt es wunderbar, weil dann habe ich den nämlich noch nicht. Bei Dacora habe ich doch ein paar. Und man sieht schon, funktioniert auch einwandfrei. Bis jetzt. Müsst ihr mir natürlich noch genauer anschauen. Gut, dann kommen wir mal zu etwas, wo ich wieder 15 Euro ausgegeben habe. Aber ich meine, ich gehe ja natürlich arbeiten und ich muss ja mein Haus verhalten. Also darf ich mir auch ein bisschen was gönnen, sage ich mal. Und daher habe ich mir gedacht, komm, habe ich noch nie gesehen, kenne ich nicht. Gibt es bestimmt keine Filme mehr dafür. Mir aber schnurz, gefällt mir, tue ich, kann man sagen. Wie gesagt, vom Verschrotten retten. Weil wir Sammler sind ja auch welche, die die alten Stücke erhalten und daraufhin natürlich auch zu schätzen wissen. Eine Polaroid 104, ein Mordskasten, kommt der. So, aber mit Anleitung, alles drum und dran, fand ich super. Hat mir gut gefallen, so wie gestern in Innenstadt, wo ich die andere Polaroid gefunden habe. Aber die ist natürlich schon urig, im wahrsten Sinne des Wortes. Kann ich leider nichts mehr damit anfangen, aber macht ja nichts. Nee, das war gestern gar kein Polaroid, das war glaube ich Kodak. Und, naja, ich finde sowas toll. Ich mag sowas. Na gut. Dann für etwas teurer, aber da muss ich ehrlich sagen, das war es mir auch ein bisschen wert, weil sie funktioniert noch. Die hat jetzt 30 Euro gekostet. Eine Balkenkamera, wie ihr schon sehen könnt. Eine Lumiere, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, auch mit den Zähnen. Lumiere, eine französische Balkenkamera. Lumiere habe ich auch schon ein Video gemacht, allerdings war das damals zu einer Boxkamera. Ich wusste nicht, dass die Balkenkameras auch hergestellt haben. Macht nichts, sie funktioniert, sie scheint in einem guten Zustand zu sein. Und von der Seite her würde ich sagen, passt. 120er Rollfilm meines Wissens nach, 6x9 von der Größe her würde ich sagen. Also kann man damit was anfangen. Gut, aber das war eher so aus Nostalgie. So. Und dann für den horrenden, absolut horrenden Preis von Trommelwirbel. Mist, war nix. 5 Euro. Aber ich fand's toll. Eine Agfa Mini. In Originalkarton mit Film, nahezu würde ich sagen, kann ich nicht sagen, nie gebraucht, noch nahezu eigentlich neu. Hier sogar noch mit Film, wann ist denn der abgelaufen? Steht da was drauf? Da ist zwar eine Einprägung drin, da,
September 1984. Wird nicht mehr funktionieren, mir schnurz, bleibt sowieso drin. Gefällt mir wahnsinnig gut. Und mit Originalanleitung, mit einer hinreißenden jungen Blondine drauf, einer Handschlaufe und, man kann sagen, Vollständig. Und ich kann mir auch gut vorstellen, ja, die typischen Retro-Schlickkameras. Funktioniert einwandfrei. Nägelnagelneu, 5 Euro. Also da kann man echt nichts sagen. Das hat mich sehr gefreut. Kommt mit in die Sammlung. Und 110 kann ich ja auch verwenden. Vielleicht mal da mal ein Video dazu. Sehen wir dann. Gut, das war's. Nicht viel heute. Aber dennoch hat es sich gelohnt. Und so wie es ausschaut, werde ich wahrscheinlich morgen nochmal auf den Flohmarkt gehen. Ja, wie ich ja vorhin gesagt habe, ich gehe natürlich arbeiten. Ich hocke niemanden auf die Zarte. Ich schaue, dass ich mein Haushalt, mein Haus, alles wunderbar instand halte, so gut ich kann. Also darf mir natürlich auch noch was gönnen, gell? Okay, dann wünsche ich euch wie immer gut Licht. Ich hoffe übrigens, das Video hat euch gefallen. Daumen nach oben ist eh klar, ist ja mein Standardsatz. Und wir sehen uns dann höchstwahrscheinlich morgen wieder, in dem Fall. Wann ich dazu komme, die Videos zum Schneiden, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Okay, also dann, gut Licht wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Ciao.